liebe Musikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist Musik? Die schottische Indie-Rockband Franz Ferdinand hat mit Hits to the Head ein Best-of-Album rausgebracht, auf dem auch zwei sehr vielversprechende neue Songs enthalten sind. Ich hätte mich trotzdem viel mehr über ein reguläres neues Studioalbum von Franz Ferdinand gefreut, aber Alex Capranos scheint viel zu beschäftigt zu sein mit seiner Produzententätigkeit, etwa für tolle neue Nachwuchsbands wie die Lost Bitches. Aber Hits to the Head hat mich dazu gebracht, selbst nochmal Rückschau zu halten, mir nochmal alle Franz Ferdinand Alben anzuhören, mir auch nochmal ihr sehr empfehlenswertes Bandbuch zu Gemüte zu führen. Und ich präsentiere euch hier heute gerankt alle Franz Ferdinand Alben von Müll bis Meisterwerk in einem Worst to Best Video. Das wird spannend. Hey ho, let's go! Ja, liebe Musikfreunde, The Strokes und die White Stripes waren mit die ersten, die Anfang des Jahrtausends Rock reanimierten, mit einer sehr postpunkigen Neuinterpretation. Und daraus entwickelte sich dann in der Folgezeit die Klasse von 2005 mit Bands wie Block Party, Maximo Park, The Killers oder eben Franz Ferdinand, die einen sehr zackigen Postpunk spielten, der einerseits sehr tanzbar war, andererseits auch sehr popaffin. Und wenn wir hier heute alle Franz Ferdinand Alben Revue passieren lassen in einem Worst to Best Video von Müll bis Meisterwerk, wie es immer so schön heißt, dann sagt ihr bestimmt, Moment mal, Müll, gibt's das überhaupt von Franz Ferdinand? Ist es nicht eher so wie bei Bands wie Tokotronic oder Oasis, dass die überhaupt niemals ein schlechtes Album aufgenommen haben? Mal sehen. Auf Platz 6 im Franz Ferdinands Ranking habe ich ihr Kollaborationsalbum mit der Band The Sparks FFS gesetzt. Franz Ferdinand haben dieses Album gemeinsam mit den von ihnen hochgeschätzten Sparks aufgenommen. Das ist das Brüderpaar Ron und Russell Mail. Die sind seit den frühen 70ern dabei. Zunächst als Glamrock-Band, später dann mit Synthie-Pop. Und sie haben zuletzt von sich reden gemacht mit dem Soundtrack für den Film Agnes, den sie komponiert haben. Auf dem 16 Tracks umfassenden Kollaborationsalbum findet sich dann ein Song mit einem programmatischen Songtitel, Collaborations Don't Work. Ja, zumindest für Franz Ferdinand und die Sparks scheint das hier tatsächlich zuzutreffen. Diese Kooperation funktioniert nicht. Hier ergeben sich aus meiner Sicht keine Synergieeffekte, sondern die Qualitäten beider Bands scheinen sich gegenseitig eher auszubremsen. Und für Franz Ferdinand Fans ist höchstens der sehr stark nach Franz Ferdinand klingende Song Call Girl zu empfehlen. Auf Platz 5 kommt hier das letzte Franz Ferdinand Album aus dem Jahr 2018, Always Ascending. Auf Always Ascending hatten Franz Ferdinand einen großen Verlust zu kompensieren, denn Nicholas McCarthy, Gründungsmitglied, Songwriter und Leadgitarrist, hatte die Band verlassen, um gemeinsam mit dem Lunsen-Trio wunderliche bayerische Musik aufzunehmen. Als Ersatz holten sich Franz Ferdinand Dino Badeau als Gitarristen und Julian Curry als Keyboarder und Meister am Analog-Synthesizer an Bord. Ein völliger Relaunch von Franz Ferdinand also. Mit vielen Synth-Apregios und Keyboard Flächen klingen Franz Ferdinand auf Always Ascending viel elektronischer als jemals zuvor und es ist ihnen gelungen, auch ohne Nicholas McCarthy ein erstaunlich kohärentes und stark nach Franz Ferdinand klingendes Franz Ferdinand Album aufzunehmen. Es gibt Songs, die richtig zünden, wie zum Beispiel der Titeltrack Always Ascending oder mein heimliches Lieblingslied auf dem Album Lazy Boy, das ich aus irgendeinem Grund unwiderstehlich finde. Allerdings gibt es auch die schwächeren Songs wie zum Beispiel Academy Award oder Slow Don't Kill Me Slow. Da hängen Franz Ferdinand so seltsam durch und erreichen einfach nicht das hohe Energielevel, das man von der Band gewohnt ist. Ja, liebe Musikfreunde, wenn euch das Video doch bis hierhin schon gut gefallen hat, dann abonniert doch ganz schnell meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben reviewe oder über interessante musikalische Themen spreche. Auf Platz 4 im Franz Ferdinand Ranking kommt bei mir das nun schon sehr tolle Franz Ferdinand Album Tonight. Auf
Love Tonight wollten sich Franz Ferdinand weiterentwickeln und auch ein Stück weit neu erfinden und schon die Leadsingle Ulysses mit seinem Verweis auf den Jahrhundertsroman von James Joyce und diesem für Alex Capranos ungewohnten, gepressten, geflüsterten Gesang lässt aufhorchen. Man merkt auf dem Album schnell, dass Franz Ferdinand den bei ihnen immer schon enthaltenen Disco-Vibe hier noch intensiver umarmen. Sie verbinden Disco-Funk mit Indie-Rock, wie das so elegant keiner anderen Band gelingt. Und sie haben großartige Songs am Start, wo immer wieder auch verstärkt elektronische Elemente auffallen und teilweise Synthies sogar die Lead-Melodien übernehmen. Es gibt Songs wie Know You Girls, Bite Hard oder das fantastische Lucid Dream, ein 8-Minuten-Rockmonster, das so ziemlich genau in der Mitte umschwingt und in einen Elektronik-Track morpht, der eindeutige LCD-Sound-System-Qualitäten aufweist. Ansonsten sind sämtliche Songs auf Tonight von Stimmung und Tempo sehr ähnlich, wobei man, wenn man pingelig wäre, so ein bisschen den Abwechslungsreichtum vermissen könnte. Da müsste man dann aber bei so tollen Songs schon wirklich sehr pingelig sein. Das drittbeste Franz Ferdinand Album ist dann für mich tatsächlich Right Thoughts, Right Words, Right Action. Right Thoughts, Right Words. Der Opener und Titeltrack, der durfte schon im Jahr 2014 auf meiner Hochzeit direkt nach dem Hochzeitstanz zu Blumenfelds 1000 Tränen tief die darauf folgende Party einleiten. Da war die Tanzstimmung natürlich sofort da. Es kommen wieder verstärkte Rock-Elemente zum Einsatz, die dem Album sehr viel Kraft geben. Und auch wenn die Songs nicht ganz so gut sind wie auf Tonight, so sind sie doch wesentlich abwechslungsreicher und mitunter auch deeper. Mit Bullet gibt's auch mal einen echten Abtempo-Song von Franz Ferdinand und der Song liefert mir außerdem ein Beispiel für produktives Missverstehen. Denn ich habe immer gedacht, es hieß ja im Refrain "Can't get your booty out of my head", bis ich dann gemerkt habe, Alex Capranos singt "Can't get your bullet out of my head". Es ist trotzdem ein toller Rocksong. Songs wie "Love Illumination" und "Evil Eye" sind außerdem echte Franz Ferdinand-Banger mit absolutem Klassikeranspruch. Und wo wir schon von Klassikern reden, der Begriff trifft auch vollumfänglich auf das Album zu, das ich hier auf die 2 gesetzt habe. "You Could Have It So Much Better". Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. "You Could Have It So Much Better" ist das erfolgreichste Album der Band. Es stand in den UK etwa auf der 1 und es ist auch so rockig, wie man das von Franz Ferdinand sonst überhaupt nicht gewohnt ist. Laute, verzerrte Gitarren stehen im Vordergrund und definieren den Sound so muskulös. Das hat man von Franz Ferdinand weder davor noch danach jemals wieder gehört. Dabei schien die Band selbst mit diesem rockigen Sound im Nachhinein eher zu hadern. In dem sehr empfehlenswerten Bandbuch Franz Ferdinand A bis Z, da heißt es zum Beispiel von Sänger Alex Capranos zu dem Album: "Für das dritte Album möchte ich wieder einen anderen Sound haben. Bei der zweiten Platte, also You Could Have It So Much Better, dachten wir, dass wir so ein Rockding machen wollten. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals eine Rockband waren. Auch wenn ich an die Tournee für das zweite Album denke. Da gab es Rockelemente, die irgendwie nicht so recht zu uns passten. Und irgendwie möchte ich davon so weit wie möglich weg." Ja, warum habe ich das Album denn jetzt trotzdem so weit oben hier in dieser Liste eingeordnet, fragt ihr euch. Nun, ich mag eben diese sehr rockigen Franz Ferdinand. Songs wie "The Fallen", "Do You Want To" oder "Walk Away", das sind für mich grandiose Franz Ferdinand Songs voller rockiger Energie. Und mit "Eleanor, Put Your Boots On" gibt es aber auch so Ruhepunkte auf dem Album. Ja, aber auch wenn man jetzt auf die eher tanzbareren oder noch poppigeren Franz Ferdinand steht, so muss man doch zugeben, dass "You Could Have It So Much Better" doch eins der großartigsten Rockalben der Nullerjahre ist, einem Jahrzehnt, in dem Rock das letzte Mal so richtig groß gewesen ist. Ich hoffe, da kommen wir irgendwann wieder hin. Das vielleicht beste Album überhaupt des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends ist dann aber doch das Album, das ich hier zielsicher auf die 1 gesetzt habe. Das selbstbetitelte Debüt Franz Ferdinand. Neben dem eher Garage-lastigen Ansatz der White Stripes oder Strokes repräsentiert dieses Album alles, was Rockmusik in diesem Jahrzehnt so großartig gemacht hat. Zackige Gitarren, funkige, mitreißende Beats,
tolle Komposition und ein hohes postpunkiges Energielevel. Zudem mit den besten Kompositionen von Alex Capranos und Nicholas McCarthy. Das muss man gehört haben. Fantastisch ist es zu hören, wie der Überhit Take Me Out erstmal so als Indie-Rocker beginnt und dann nach einem sehr stotternden Break in einen Disco-Beat umswitcht. Oder wenn der Opener Jacqueline erstmal nur mit hauchzartem Gesang beginnt, fast schon a cappella-artig, nur so ganz leise im Hintergrund sind so Akkorde zu hören, dann übernimmt ein Jahrhundert-Basslauf und leitet den ganzen Song so richtig ein, bis dann die lauten Gitarren kommen und alles wegfegen. Einer der besten Albumeinstiege aller Zeiten eigentlich. Michael, The Dark of the Martinet, This Fire, Auf Achse, das waren damals alles Instant-Hits. Und dann die Debütsingle der Band Darts of Pleasure mit der überraschend auf Deutsch gesungenen Textzeile: Ich heiße super fantastisch, ich trinke Shampoos mit Lachsfisch. Keine andere Line brachte damals den Zeitgeist so schön auf den Punkt und übrigens auch meinen eigenen damaligen State of Mind. Genial, epochal und enorm einflussreich. Unzählige Rockbands wollten danach genauso klingen, doch es stellte sich schnell heraus, kein Epigone ist so gut wie das Original. Und das Original, das waren Franz Ferdinand. Ja, liebe Musikfreunde, was haltet ihr von meinem Ranking? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal. Dann verpasst ihr nämlich auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben reviewe oder über interessante musikalische Themen spreche. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!